Willkommen zu einem weiteren Technik-Tutorial. Diesmal möchte ich euch etwas über Scrap, U-Meter oder U-Meter, jemand wie man sagen will, und über den Mars Fabricator erzählen. Das ist erst wieder eine Verstromerzeugung. Also das erste, der Recycler, hier kann man jedes beliebige Item aus dem ganzen Spiel reinmachen. Es ist wirklich völlig egal, welches. Das verarbeitet er dann weiter und wenn man Glück hat, kommt da rechts was raus. Ich verstelle das hier mal, dafür habe ich die vorgesorgt. Hier, dann kommt so ein Scrap raus. Ich warte mal, bis ich ein paar hab. Lass den Stick einfach mal aufbrauchen, so. Ja. So, jetzt habe ich 10. Aus diesem Scrap kann man sich eine Scrap-Box machen. Und mit dieser Scrap-Box kann man Rechtsklick machen und dann bekommt man irgendein Item. Ich habe eine Liste mit Sachen, die möglich ist. Moment. Einen Moment bitte, ich habe das hier gerade nicht vorbereitet. Also aus der Scrapbox kann kommen Knochen zu 1,89%. Ein Knochen zu 1,89%. Also ich sage jetzt nicht Prozent, ich sage jetzt einfach Knochen. Brot kann da rauskommen, Kuchen, Kohlestaub. Dosenfutter, sage ich einfach mal. Gekochte Hühnchen, gekochtes Schweinefleisch, gekochte Steak, also Steak. Kupferstaub, Kupfererz, Diamanten, aber das nur zu 0,19%. Erde, Feder, Kies, Goldstaub, Goldhelm, Golderz, Glowstone-Staub, Gras, Eisenstaub, Eisenerz, Leder, Minecart, Netherwake, Plantball. Ein Plantball, da kann man Bioöl draus machen, das zeige ich aber auch noch irgendwann. Ein Pumpkin, also ein Kürbis, ein roter Apfel, ein Redstone-Staub, ein verrottetes Fleisch, ein Gummi, ein Schild, eine Single-Use-Batterie, also einmal benutzbare Batterie halt, ein Slimeball, ein Stick, ein Soul-Sand, Zinnstaub, Zinnerz und Holzwerkzeuge. Ja, das kann alles draus werden. Die Unterschiedlichkeit ist immer anders. Moment, ich mache mal kurz wieder Tag. Ja, ich mache jetzt mal die auch noch rein, dann habe ich nochmal... Ich habe jetzt hier gerade die Holz-Hau bekommen, aber der Scrap hat noch eine viel sinnvollere Möglichkeit. Man kann hier nämlich im Mars Fabricator machen. Jetzt noch nicht, also der Mars Fabricator muss mit Strom betrieben werden, um U-U-Meter herzustellen. Der hält alle möglichen Stromarten aus. Ich könnte jetzt hier auch so hier 4 High-Voltage-Dings hin machen. Hält der aus. Und dann geht das hier ganz schön schnell. Wenn da 100% steht, dann... kommt hier ein U-U-Meter raus. Ich kann hier Scrap reinmachen, um das zu beschleunigen. Je weniger Strom es hat, also ich mache die mal weg hier. Ich hole mir noch mal ein bisschen Scrap. Moment, ich mache hier mal ganz, ganz weniges hin. Ich mache mal Low Voltage Ding. Jetzt habe ich hier ein Low Voltage nebenstehen. Jetzt mache ich hier jetzt Scrap rein. Jetzt hält das viel länger an und bringt auch viel mehr, allerdings lohnt sich Scrap dann auch noch. Wenn man jetzt High Transformer-Dings drum hat, die hier total viel kosten, macht das nur noch wenig Sinn. Moment, ich mache jetzt hier mal wieder weg. Dann mache ich hier so wieder hin. Jetzt sieht man hier schon das erste UU oder UU-Meter fertig, je nachdem, wie man es nennen will. Aus dem U-U-Meter kann man sich allen möglichen Krimskrams herstellen. Genau, hier habe ich da auch eine Liste. Diesmal habe ich sie sogar sofort aufgeschlagen. Haha, bin ich gut. Also, man kann da auch etwas machen. Iridium kann man daraus machen. Aus 7 U-U-Meter kann man ein Iridium machen. Iridium braucht man für ein Quantum-Suit. Das ist eine ziemlich gute Rüstung. Eine ziemlich, ziemlich gute Rüstung. Um genau zu sein, die stelle ich dann auch nochmal vor. Die Rüstung und Werkzeuge, die kommen dann auch nochmal extra. Ich will jetzt erstmal Industrial Core 2 abarbeiten, wie man vielleicht merkt. Also sieht man in Iridium aus 9 U-U-Meter kann man einen Diamant machen. Aus 4 U-U-Meter 21 Sticky Resin, also Rohgummi. Aus 5 U-U-Meter 2 Eisen. Aus 5 U-U-Meter ebenfalls 2 Gold. Aus 3 U-U-Meter 20 Kohle. Aus 3 U-U-Meter 5 Kupfer, aus ebenfalls 5 U-U-Meter kann man 15 machen, aus 4 U-U-Meter 32 Glas,
aus 2 Jojometer eine Wassereinheit, also nicht Wassereimer, sondern wirklich pures Wasser, was man sich normalerweise nur cheaten kann. Aus 3 Jojometer ein Feuer, aus 6 Jojometer 48 Kakteen, aus 4 Jojometer 24 Redstone, aus 5 Jojometer 48 Clay, also Clay Ton, also der Ton, den man die Tonwelle und nicht die Clay Block. Aus 4 Jojometer kann man sich 12 Obsidian machen, aus 1 Jojometer 8 Holz, Rohholz. Aus 4 Jojometer kann man sich 9 Lapis Lazuli machen, aus 3 Jojometer 16 Schneebälle, aus 3 Jojometer 16 Netherwack, aus 4 Jojometer 32 Federn, aus 7 Jojometer 15 Schießpulver, aus 5 Jojometer 32 Flint, aus 6 Jojometer 48 Sugar Canes, also Zuckerrohr. Aus 3 Jojometer 12 Wolle, aus 3 Jojometer ebenfalls 24 Vines, also Lianen, ist doch, wie man merkt, das ist ziemlich viel. Aus 5 Jojometer nochmal 48 Insects, aus 5 Jojometer nochmal 32 Kakaobohnen, aus 6 Jojometer 8 Glowstone Blöcke, aus 1 Jojometer 16 Stein, aus 2 Jojometer 16 Grasblöcke, aus 3 Jojometer 16 Mossy Cobblestone, aus 2 Jojometer 4 Schneeblöcke, aus 2 Jojometer 16 Sandstein, aus 4 Jojometer dann nochmal 32 Knochen, aus 5 Jojometer 24 Myzelium und aus 5 Jojometer 48 Stone Bricks. Und das war's. Es ist ziemlich viel, wie man vielleicht bemerkt, ist wie neu fertig. Kann ich mal kurz Iridium zeigen? Iridium geht so. Und sieht so aus. Iridium. Ich kann ja mal ein paar gute zeigen. Ich mache mal Jojometer hier. Und mache hier mal ein paar Sachen. Also das hier. Diamant. Das hier Wasser. Das hier Lava. Ich mache jetzt ein paar Sachen, die ich aus dem Kopf weiß. Das war... Ah, das hat man gerade was gesehen. 3 übereinander sind 24 Lianen. Das sind 32 Knochen. Das sind 48 Kakteen. Was war noch? Ah ja, das war wichtig. 24 Myzelium. So, das sind 16 Sandsteine. So, sind 16 Steine. Hier irgendwo war noch was. Hier sind 8 Holz. Da kann ich jetzt mal so bupp. Das wäre jetzt natürlich sehr sinnvoll. Dann noch das hier, so. Ah, das wollte ich nicht. Ich sag jetzt absichtlich alles, um es noch in die Länge zu strecken, sonst ist es so kurz. Hier Kakaobohnen, 32. Miau. Was war noch wichtig? Was könnt ihr noch gut zeigen? Das könnt ihr noch gut zeigen, wie ein, hier so, das Clay. Oder Kohle. So. 20 Kohle. Hier noch das. Sticky Resin. Und ja, ich denke mal, das war das Wichtigste. Dazu. Wie viel ist mittlerweile fertig? Schon wieder 5, lol. Also sieht man, geht ganz schnell, aber natürlich nur normalerweise hat man natürlich nicht hier diese ganzen High Voltage, die brauchen ja total viele Sachen. Aber ja, ich hoffe, es war hilfreich. Man kann sich so ziemlich viele Sachen erbauen nacheinander. Und wundert euch nicht, was das ist. Es ist eigentlich nur zur Beseitigung von ungebetenen Gästen wieder besorgt. Weil die nerven. Und ja. Kann ich hier Holz reinmachen? Also, hier kann ich beweisen, dass es wirklich mit jedem Item geht. Ich kann hier Holz reinmachen. Ich kann hier Feuer reinmachen. Ich kann hier Kohle reinmachen. Ich kann hier Sticky Resin reinmachen, ich kann hier Clay reinmachen, Kakaobohnen, das Iridium, was natürlich sehr schlau ist. Sticky Resin hatte ich glaube ich schon. Und Jojometer, was natürlich am allersinnvollsten ist, ne? Also man benutzt Jojometer, um Jojometer zu zeigen und dann nur noch weniger. Ja. Es macht keinen Unterschied, welches Item da drin ist, es ist immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass das Grab rauskommt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es noch Fragen gibt, sollte es dafür Fragen geben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, den Link zu allen Rezepten
für Jujumeter. Die Wahrscheinlichkeit für alle Squab-Rechnungen sind natürlich auch in der Beschreibung zum Nachlesen. Ist ja ganz klar. Und jetzt aber wirklich danke fürs Zusehen. Bis irgendwann mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüdilü.